Moin, meine herzallerliebsten Freunde, für die das hier ganz normal ist und anscheinend sogar mittlerweile ein riesiges Hobby. Boah, da guckt ja ein Knochen raus. Oh, Alter, das muss gleich zu YouTube hier. Boah, guck mal, da kann man schon das Köpfchen sehen. Oh, das muss ich aber gleich bei Facebook hier hochladen, du. Boah, ey, guck mal, der liegt ja gerade im Sterben. Oh, ist das geil, ey. Sowas kriegt man ja nie aufgenommen. Oh, guck mal, der wird gerade von der Bahn überfahren. Warte, ich hab's gleich. Und? Paff, ja, yeah! Voll erwischt, Alter. 10 Punkte auf der Ritterskala hier, doch. Richtig, ich meine natürlich die ganzen Leutchen, die der Meinung sind, mit ihren Handys an irgendwelchen Unfallstellen, ja, sei es nicht schon schlimm genug auf der Autobahn zum Beispiel, ja, im Gegenverkehr ist es ein Unfall, und die bremsen auf der anderen Seite so was von runter, dass da fast auch schon ein Unfall passiert auf der Autobahn. Nee, es wird gleich noch das Handy gezückt, es werden irgendwelche Videos gemacht von schwer verletzten Menschen, ja, von sterbenden Kindern und, ja, und dann wird das alles in die sozialen Medien hochgeladen, sei es bei Facebook, bei YouTube, bei Instagram und wie die alle heißen, ja, die sprießen ja auch aus dem Boden wie Pilze, und das dann online stellen und sich dann richtig geil finden. Am coolsten sind dann immer noch die, die dann zum Beispiel solche Videos an Medien verkaufen, an große Boulevardzeitungen, an Fernsehsender. Abgesehen jetzt von euch, liebe Freunde, die das dann auch noch veröffentlichen, ja, also im Endeffekt noch diesen ganzen Kram da anstiften und sagen, hier, ihr kriegt sogar noch ein paar Talers, wenn ihr sowas macht. Ganz genau, diese Ansage richtet sich an euch. Was meint ihr wohl, wie die denn reagieren, wenn ihr daneben steht? Boah, da guckt ja der Knochen aus dem Oberarm raus. Boah, das muss ich gleich mal richtig filmen, das muss eine richtige Einstellung haben. Meint ihr, dass der denn da liegt? Ah, ah, warte, warte. So besser zum Filmen. Oder irgendwas, oder wie? Meint ihr, das ist geil? Oder der sagt, ja, ich finde das toll, dass ich denn da irgendwo zu sehen bin im Internet und Millionen Leute das sehen, weil die Leute, solche Videos gehen natürlich richtig gut, ja, und die Leute werden millionenfach gesehen, wie sie leiden, ja, wie sie wirklich leiden. Und ich weiß nicht, ob ihr auf sowas Bock hättet. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich wäre auch nicht scharf darauf, wenn ich irgendwo liegen würde, ja, und ich hätte irgendwas, egal was. Ja, und mich filmt denn einer dabei, um diese Sensationsgeilheit ausleben zu können, um sowas dann ins Internet zu stellen. Guck mal hier, ich bin ein richtig geiler Typ hier. Ich bin der Gorilla, der hier ans Hochhaus hochklettert, ne? Weil ich habe so ein Video gemacht. Jetzt bin ich ein richtiger Held. Meint ihr wirklich, das ist normal oder was? Euch müsste man eigentlich den Darm zum Klingeln bringen. Was? Hm, was meint er denn jetzt damit? Ist doch ganz einfach. Man müsste euch eure Handys hinten wie ein Zäpfchen einführen. Echt doch! Weil da gehört das dann hin! Was soll so eine Scheiße, Mann? Seid ihr wirklich so sensationsgeil? Habt ihr kein Gewissen oder was? Die Leute liegen da, die leiden und sowas. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als das zu filmen und irgendwo ins Internet zu stellen. Sag mal, seid ihr behämmert oder was? Ihr habt wirklich einen am Marmel da. Meine Güte nochmal! Was soll so eine Scheiße? Lasst das sein! Seht zu, dass ihr helft, Mann! Es gibt eine Pflicht zur ersten Hilfe! Also tu das auch. Und wenn ihr euch dazu nicht traut oder nicht in der Lage fühlt, ist auch nicht schlimm. Kann auch passieren, ja. Oh, viel Blut. Möchte nicht mehr in Kontakt geraten. Wegen Infektionserkrankung. Ihr habt eine Stelle am Finger. Für alles Verständnis. Dann nehmt aber euer Handy, hört auf zu filmen und setzt einen Notruf ab, Mann. Und zumindest betreut denjenigen. Weil man kann mit ihm reden und sagen, hier, die Rettungskräfte sind gleich da. Dir wird gleich geholfen da. Oder irgendwie sowas. Aber das denn zu filmen und dann die Dreistigkeit zu besetzen, sich noch zu verpissen da und dann das Ganze noch ins Internet zu stellen, da krieg ich so einen Blutdruck, da, wenn ich sowas sehe, lese oder höre. Weil ich lerne zu spucken hier, da krieg ich Schweißbilder auf den Stirn. Lasst so eine Scheiße sein und seht zu, dass ihr eure Handys wegpackt. Meine Fresse nochmal. Wenn ich euch mal dabei erwische, dann könnt ihr was erleben, Mann. Mann, Mann, da. Hey, doch keine Sau im Kopf, wer hast du?
Da krieg ich so einen Blutdruck, doch.